Sie können. Ja. Hallo, liebe Schüler. Es geht heute wieder um die analytische Geometrie. Und zwar betrachten wir die sogenannte hessische Normalenform. Dieser Hesse ist nicht zu verwechseln mit dem Hermann Hesse, sondern Hesse selbst hieß Ludwig Otto Hesse. Bevor wir mit der Problematik beginnen, wird uns Leonie einige Informationen zu seinem Leben geben. Bitte sehr, Leonie. Hesse wurde in Königsberg 1811 geboren. Er studierte von 1833 bis 1837 an der Albertus-Universität in Königsberg Mathe. Außerdem besuchte er physikalische Vorlesungen. 1840 promovierte er und noch im selben Jahr habilitierte er. Von 1840 an kehrte er zurück als Privatdozent und wurde später Professor. Hesse starb 1874 in München. Ja, schön, dass ein paar allgemeine Informationen zu Ludwig Otto Hesse. Wir gehen jetzt zur Problematik. In der hessischen normalen Form wird eigentlich eine Gerade im sogenannten euklidischen Ebene durch einen normalen oder durch einen orientierten normalen Vektor, den wir mit N0 bezeichnen, der Geraden dargestellt. Es handelt sich hierbei um eine normalen Gleichung der Ebene, in der ein normalen Vektor, wie bereits gesagt, verwendet wird, der normiert ist. Das bedeutet, dass die Länge dieses Vektors 1 ist. Die allgemeine Form würde also lauten Ebene Vektor x minus Vektor a mal n0 gleich 0. Dabei ist das x, der Vektor x, ein allgemeiner Ortsvektor der Ebene. A ist der Ortsvektor eines ebenen Punktes und n0 ist der normalen Vektor mit der Eigenschaft, dass der Betrag des Vektors 1 ist. Am besten ist es, glaube ich, Leonie, wenn wir das anhand eines Beispiels betrachten. Ich gehe mal aus von dieser Ebenengleichung x minus 1, 0, 3 Vektor und mal 1, 2, 2 gleich 0. Das wäre hier nichts anderes als eine Normalengleichung. Und von dieser Normalengleichung soll die sogenannte hessische normalen Form der Ebene bestimmt werden. Ja, das brauche ich. Ich muss diesen normalen Vektor bearbeiten. Der normalen Vektor ist also 1, 2, 2. Dann ist der Betrag ja bekanntlich gleich der Wurzel aus den Quadraten der Summe der einzelnen Koordinaten. Das heißt also, 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 2 Quadrat wäre zusammen 9. Wurzel aus 9 ist bekanntlich 3. Um jetzt den normalen Vektor, den normierten normalen Vektor zu bekommen, muss ich bilden, und das ist ganz wichtig, Vektor n durch den Betrag des Vektors. Vektor n ist wieder 1, 2, 2. Und den Betrag haben wir gerade ausgerechnet, das ist 3. Ja, dann kann ich diese 3, die hier im Nenner steht, als ein Drittel schreiben. Dann habe ich ein Drittel mal diesen Vektor. Und das ist dann der normierte normalen Vektor. Und den ersetze ich in der normalen Gleichung durch diesen. Und dann haben wir Ebene E, x minus 1, 0, 3 und jetzt mal dem. Und das ist 0. Das ist die hessische Normalenform. Dann könnte man natürlich fragen, wozu brauche ich denn eigentlich diese Problematik? Und diese Problematik ist eigentlich ganz wichtig, um Abstandsberechnungen durchzuführen. Das heißt, wenn ich irgendeinen Punkt habe in der Ebene und eine Gerade und ich will wissen, wie weit sind die entfernt, oder ich will wissen, wie weit sind zwei Ebenen entfernt, dann machen wir das mit der hessischen Normalenform. Das ist eigentlich die letzte Ebenengleichung, die ihr
in Klasse 12 behandelt. Dann geht es nachher langsam weiter und man kommt sogar noch zur Kugel. Ich würde sagen, bis hierher.